So, Leute, da bin ich wieder. Ich war nur im Garten am Grillen und dann habe ich noch gerade schnell im Handy rumgeguckt und habe gesehen, der erste Teaser für die neue Season ist jetzt endlich mal da. Beziehungsweise es gibt halt generell einen Teaser. Wir gucken uns das Ganze gerade mal an. Das ist genau das hier. Mehr kriegen wir halt nicht. Das Ganze gibt es auch noch in Videoform, aber das Video ist eigentlich uninteressant, weil da bewegen sich nur hier die Schriftzeichen. Aber vorweg, was sehen wir hier? Ich würde sagen, rechts ist definitiv eine Waffe. Ist eigentlich genau die Waffenart, die ich eben nicht wollte. Nämlich, ich denke mal, dass wir schon so in Laserrichtung gehen, worauf ich ganz ehrlich gar keinen Bock habe. Die Akustik dabei ist zwar immer nice, aber ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich habe eigentlich keinen Bock, hier eine Lasershow zu haben. Dann, was sehen wir in der Mitte? Eine Milchpackung mit dem Agency Ben drauf. Ja. Was sagt uns diese Milchpackung? Das ist eine gute Frage, ne? Also ich sehe halt einfach nur eine Milchpackung. Mehr ist es in meinen Augen nicht. Dann hier links sehen wir Fischi, aber in Baby-Variante. Jetzt ist die Frage, kriegen wir eine kleine Variante? Kriegen wir eventuell kleinere Skins? Oder was auch bei Twitter, auch bei Heystan schon vorkam, dass wir für die Waffen jetzt Anhänger bekommen, so wie es halt auch in Call of Duty inzwischen gang und gäbe ist, dass wir quasi statt Emotes, Tarnung, auch noch kleine Embleme bekommen für unsere Waffe. Wäre irgendwo nice, aber da sage ich mal ganz ehrlich, da will dann wieder Epic Games bzw. Fortnite ein bisschen Geld rausschlagen, wenn es so wäre. Aber so ein Anhänger, ja, ist auch nicht schlecht, ne? Ich meine, das Epic Games macht es ja vor. Ach, Epic Games. Apex macht es ja vor, die machen das ja auch, genauso wie gesagt, Call of Duty. Und ja, was gibt es sonst noch zu sehen? Eigentlich hier im Hintergrund sehen wir die ganze Zeit schon. Das hier sieht so aus wie links zum Beispiel, wie japanische Schriftzeichen. Genauso wie rechts, das ist halt alles so Zukunftsmusik. Aliens werden ja kommen, zu 99,9%. Aber schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, was kommt rein, was kommt nicht? Weil wenn ich mir die ganzen Battle Pässe, die angeblichen angucke, da geht es eigentlich schon ziemlich weit auseinander. Und vorweg, denkt dran, die neue Season fängt an. Es wäre echt nice, wenn ihr mich unterstützen würdet, indem ihr einfach nur meinen Creator-Code, am besten heute und jetzt gerade, wenn ihr in dem Moment Zeit habt, gerne meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyEgg, kauft euch damit den Battle Pass, würde mich supporten. Und wer halt noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Wir sind jetzt kurz vor den 5600 Abonnenten, würde mich halt echt freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich gehe jetzt raus, weiter grillen und euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag und haut rein.